Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Arm und Warfare hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist der Thompson. Moin moin. Moin moin. Und wir sind unterwegs im Magach 6B und im Merkava 1. Der ist frisch gekauft bei dir, ne? Ja. Quasi jungfräulich, die erste Fahrt, die er damit hat. Mal gucken, wie gut er damit klarkommt. Mein Panzer war es jetzt nicht unbedingt. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kommst du mit der Art und Weise, wie das Ding funktioniert, ein bisschen besser klar. Also bei mir hat das wirklich, also ich habe das immer nicht mitgekriegt, dass ich noch einen Schuss drin habe meistens. Okay. Ja, ich bin das ja schon ein bisschen gewohnt von den Revolver-Gangstern. Ja. Ah ja. Interessant. Die Tab-Ansicht ist glaube ich auch neu, oder? Oder war die schon immer so? Oder hier habe ich die einfach noch nicht gesehen? Keine Ahnung. Auf Tab drücken. In der Map kommt irgendwie kleiner vor. Echt? Nö, mir nicht. Bei mir ist gut, aber guck mal, hier ist ein Parkplatz oder was ist das große P? Sieht aus wie ein Parkhaus, ne? Aber ist das nicht normalerweise blau und weiß? Oh, da hinten ist eine Tankstelle. Wo sind wir denn hier überhaupt? In welchem Land wieder? Hab ich gar nicht drauf geachtet, wo die Karte hin zeigt. Ganz schön hoch, die Spritpreise. Ja, wenn das Rubel sind, dann geht's wieder. Aber momentan ist der Sprit auch ziemlich teuer. Hast du Musik im Hintergrund? Ich habe keine Musik im Hintergrund. Ne, ich gerne den Countdown. Alles klar. Na gut, dann hören wir jetzt in Ruhe das Summen und Summen der Motoren. Der Fahrer bleibt natürlich gleich stehen. Das ist immer viel wert, sowas. Und wenn ich an ihm vorbei bin, dann beschleunigt er. Ja, der Merkava ist ziemlich langsam. Merkst du. Das ist was, damit kommst du nicht so ganz so schnell aus dem Knick. Oh. Mit AP doch. Was? Wieso komme ich da mit AP nicht rein? Jetzt fahrt mir der eigene ins Bild. Bin hoffentlich nicht ich. Ne. So, gucken wir hier mal durch. Der Makaba 2C dreht stellt sich dahin. Nee, das stimmt. Aber das hat der andere auch. Mit dem wenigen Schaden. Also mit Heat machst du deutlich mehr Schaden und wenn du Quetschen nimmst, dann geht auch noch ein bisschen mehr. Dann nur die Frage mit durchkommen. Ja. Warum kommt nochmal ein Lieutenant? Für den Saboteur. Was? Saboteur? Ja, den Heli. Achso. Oh, guck mal, da kommt noch ein. Der knallt da voll dagegen. Hoppala. Den hat's ja mal nicht gezählt. Ich glaube, da oben ist noch ein Wiesel. Ach so, von links? Ah, okay. Komm mal nach unten mit. Hoppala. Oh, mach nichts. Umgelenk hier. Oh, der ist down. Oh, ich hab von rechts eine gefangen. Oh. Von dem MT-70 da unten. Bitte nicht. Direkt. Nur getrackt. Hm. Der dürfte bringen und ziemlich gering. Hoppala, aber der gibt dir ordentlich 800 mit, ne? Ja. Ah. Bringt ihn nicht ran. Lass mal rankommen. So. Der da hinten, der wird ins Wasser fallen, weil der wirklich gesprengt ist hier. Oh, weiter geht's. Überfahren. Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen beeilen, nicht, dass sie das durchkippen. Das letzte Mal habe ich verloren, weil die das da gekippt haben. Ich krieg von der anderen Seite. Okay. Das ist ja mal bedeutend ungünstig. Gucken wir noch mal, wer da hinten drüben steht. Ja? Ich bin auch gesichtet jetzt so.
steht wahrscheinlich auch noch so ein Lieutenant rum. In diesem Rennmobil ist das richtig was Tolles hier. Boom! Ah ja, voll an die Fenster gekriegt. Der stand genau da vor der Tür. Voll eine mit der Rakete in die Seite. Der tat richtig weh. Massage. Der wurde auch kaputt an meinem Panzer da vorne links. Rechts. Scheinwerfer, Kuckluke, irgendwas kaputt. Eieieiei. 15 Sekunden bloß noch, oh Gott. Ah, sind schnell hier. Scheiße. Ich schaff's nicht mehr bis rein. So, ich stehe jetzt erstmal mit drin hier. Aber warum komme ich denn bei den Vickers vorne nicht mehr rein? Was ist denn da? Was habe ich denn da für ein Problem gerade? Oh, ich will den Arm X rausnehmen jetzt hier. So. Home steckt fest. Ich kann nicht mehr rappen, ne? Ja. Versuch die Agro besser nach links zu ziehen. Kannst du den, der da hinten rausgefahren ist, den links runter, den FVM oder wie der heißt? Wo ist der hinten rausgefahren? Ja, der ist da hinten rausgefahren, wo ich herkomme. Warte. Ich möchte auch nochmal einen Reimart massieren, geht. Mein Turm, der dreht sich so arschlangsam. Von der anderen Seite aus dem Kreis kommt. Nee, nicht um mich schießen. Lass doch mal nach. Ich bin mal angestupst. Ach, das ist falsch. Ja. Ich werde mal hier doch reparieren noch, oder? Au! Ich hab mal wieder einen auf ins Ohr hier. Wie sieht's mit deinem Leben aus? Gut? Ja, gut. Das ist gut zu hören. Dann müssen wir den ganzen Weg jetzt wieder zurückhechten, ne? Uah. Aber irgendwo fehlt noch ein Gegner. Melder. Oh. AK war MK. So. Puh, okay. Nächsten Zonen verteidigen. Der C ist es. Ja, das ist nicht das schnellste Mobil, absolut nicht. Das Problem ist, dass wir irgendwie zu beiden kreisen müssen. Ne, die Panzerung ist auch nicht krass. Das ist, auch beim Merkau. Oh. So, also bei mir ist jetzt der Essig hier, ne? Ja. Wingfire. Da habe ich keine Chance gegen. Das, ja. Ja, ich musste halt ziemlich viele APs opfern dafür, dass wir den Kreis da hinten nicht weggenommen kriegen. Und jetzt müsst ihr aber auch euch sputen, ihr müsst im hinteren Kreis, da wo 40 Sekunden ist, da muss einer hin. Unbedingt. Ja. Der muss resettet werden da hinten, der Kreis. Also hier vorne einfach blind durchfahren, ne? Das ist nicht so fies an der Sache. Jetzt bewegt der andere sich jetzt ein bisschen schneller. Ja, die Swingfire-Rakete hat bei ihm gerade über 800 gekostet. Das war natürlich richtig teuer. Ja, bei mir hat die eine auch 822. Darf ich den nicht mehr? Wenigstens zwei Hände. Ja. Rennt nicht mehr raus. Gerammt.
Da fahre ich doch gar keinen Rast. Nee. Das stimmt. Oh, da sind wir wieder am Parkhaus ohne, ne? Leider ohne mich. Du hast keinen Parkplatz gefunden. Nee. Na ja, doch, habe ich schon, aber. Das ist eher ein Schrottplatz als ein Parkplatz. Was war das denn? Oh, Damage. Ah ja. Hey. Gut. Ja, leider habe ich es nicht überlebt. Schade eigentlich, aber die Mission haben wir hoffentlich geschafft. Es ist mal wieder ein Sieg, nachdem wir jetzt die letzten zwei Folgen jeweils Niederlagen zu begutachten hatten. Immerhin, das hat schon mal wieder geklappt. Nehmen wir Thompson mit, gewinnen wir auch. Ja. So, meine Maus ist wieder immer langsam, nachdem ich hier wieder aus dem Spiel... Das ist ein Ding, das verstehe ich nicht. Warum meine Mausgeschwindigkeit langsam ist, nachdem ich hier rauskomme. Gut, der Makaba 2C hat 20.000 Schaden rausgehauen. Mein Herr, da war gut unterwegs. Und hat 1.300 auch noch Spotting gemacht. Das hat natürlich richtig gut Punkte gebracht für ihn. Ja, wir... Ja, ich habe durch Spotting ein bisschen was rausgerissen, ne? Aber ansonsten ging es einigermaßen. Jo, und die Details sieht so aus, dass unsere Rage halt auch wieder 13.000 Punkte gekriegt. Wir haben 53.000 Gewinn gemacht und 8.800 EP. Das war eine Runde Armored Warfare hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns war der Thompson. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Auf Wiedersehen. Servus. Ja,